der Sanierung oder der Weitersanierung. Insofern haben wir uns in dieser Gruppe vornehmlich mit Kostenaspekten beschäftigt. Es sind aber auch andere Themen angesprochen worden und deswegen möchte ich eine ganz voranstellen. Die ist am Schluss nochmal so formuliert worden, wenn es um Sanierung geht, geht es vor allen Dingen um Benutzerfreundlichkeit, also Barrierefreiheit und dass wir ein Rathaus für die Kunden haben. Der Begriff ist aufgefallen. Dann haben wir unsere Themen gegliedert in Anbetracht der Kostendiskussion in die Felder Risiken, Risikominderung und einen Aspekt von Möglichkeiten. Bei dem Thema Risiken geht es vor allen Dingen darum, dass in der Diskussion die Frage gestellt worden ist, ob die vorliegende Kostenschätzung hinreichend qualifiziert ist, um eine entsprechende Sicherheit für die zu entscheidenden Gremien herzustellen. Dazu war die Auffassung der Verwaltung, dass nach bestem Wissen und Gewissen Stand der Technik die Kosten nach DIN 276 und nach dem sogenannten Baukostenindex ermittelt worden sind und dass eine annähernd verlässliche Größenordnung der Sicherheit darstellt. Ein Risiko ist sicher die Preisentwicklung, die Kundendrennenbedingungen, die möglicherweise in den nächsten Jahren Einfluss nehmen können, die man so nicht mit großer Sicherheit prognostizieren kann. Angesprochen sind sehr viele technische Themen. Ich nenne hier auch das Stichwort der Korrosion innerhalb oder in der Statik in dem Beton bei den Bewährungsgeschichten. Da wurde nochmal darauf hingewiesen, dass es gerade bei den Türmen ja schon vor ein paar Jahren die Ersatzkonstruktion gab und deswegen die statische Bedeutung der Hängeglieder nicht mehr so groß ist. Und wir haben natürlich ein Risiko, was die politischen Entscheidungsträger nochmal sehr klar formuliert haben, dass wir im Grunde genommen hier keine abgeschlossene Planung haben, also keine wirkliche Sicherheit über das, was an Ausgestaltung, an Anforderungen, vor allem im technischen Bereich, für die entsprechenden Sanierungsausschreibungen vorhanden sind. Als Risikominderung wurde dann zur Diskussion gestellt, dass wir eine Drittprüfung der Kostenschätzung haben, die ja von den beiden Büros, die jetzt mehrfach zitiert worden sind, aufgestellt worden ist. Die Kostenschätzung ist durch ein Institut, nämlich das PwC, PricewaterhouseCoopers, ein großes anerkanntes Wirtschaftsprüfungsunternehmen, testiert worden. Insofern kann man davon ausgehen, dass die entsprechenden Erklärungen von PwC eine hinreichende Sicherheit darstellen, dass die Kostenschätzungen auch sachlich und fachlich richtig aufgestellt worden sind. Es gibt eine Variante, die als Diskussionsmöglichkeit mal in den Raum gestellt worden ist, die da lautet, wenn ich es jetzt genau lese, es werden nur die Türme ersetzt, also die Türme werden abgerissen und an anderer Stelle durch einen neuen Turm möglicherweise ersetzt. Eine Risikominderung wäre noch zu prüfen, ob es einen Risikozuschlag geben kann in der Kostenschätzung. Dazu wurde auch ausgeführt, dass ja in den vorliegenden Kosten auch ein entsprechendes Risikopotenzial erfasst worden ist. Die Variante Turm 3 hatte ich gerade eben schon erwähnt, dass es also nur einen dritten, also dass man einen dritten Turm baut und damit die beiden bestehenden Türme abweist. Die Risikominderung wird vor allen Dingen auch darin gesehen, vor allen Dingen für die politischen Entscheidungsträger, dass vor Ausführungen, vor Beschluss von irgendwelchen Ausschreibungsleistungen dann tatsächlich auch die Kostensicherheit in der Form hergestellt ist, dass alle Details für die Ausschreibung geklärt sind, man nicht mehr in der Bauphase noch irgendwas nachträglich klären muss. Das sind ja die berühmten Preisbrecher, die bei Elbphilharmonie, BER, Stuttgart 21 und sonst was zu diesen Kostenkatastrophen geführt haben. Insofern Planungssicherheit, Verlässlichkeit der Planung von Beginn an
Schluss ging es auch darum, bei der Paketvergabe gibt es möglicherweise dann, die Paketvergabe ist ja im Grunde ein GU-Verfahren, in dem ein Bauherr quasi auch alle Planungsleistungen mit beauftragt bekommt, dass man dann in dem Planverfahren eben nicht mehr Einfluss nehmen kann auf das, was hinterher tatsächlich im Detail möglicherweise so gebaut wird. Man wird Rahmen festsetzen, was an Qualitäten zu erzeugen ist. Wenn dann auch da wieder man merkt, in der Ausführung, da passt ja was nicht, weil das so nicht funktioniert, dann hat man natürlich auch das Risiko, dass hier wieder Kosten entstehen. Insofern beinhaltet die Paketvergabe möglicherweise auch nochmal Möglichkeiten zur Risikominderung. Erhalt des Rathauses an sich ist natürlich die Möglichkeit, nach den vorliegenden Kosten zumindest mal den Aufwand zu reduzieren. Es gibt für die Rathaussanierung Fördermittel, die es für einen Neubau so nicht gibt. Insofern ist das aus der Sicht der kommunalen Finanzen ein bedeutsamer Faktor. Und eine Möglichkeit besteht unter anderem auch darin,